Hallo Kackbratzen. You could say I am the biggest nobody of them all. Ich weiß nicht, ob ihr alt genug seid, um euch an die wundervolle Zeit zu erinnern, in denen wir diese mysteriösen Demo-CDs in unsere PS1 geworfen haben und dann stundenlang immer wieder dasselbe Spiel zockten. Wenn ihr zu jung seid und euch an diese Zeit nicht erinnern könnt, hört auf, jung zu sein. Wir können das hier nicht leiden. Jedenfalls kann ich mich noch sehr stark an ein Spiel erinnern, das irgendwie ein Plattformer war, aber auch irgendwie ein Shooter. In der Hauptrolle war irgendein Typ in roter Uniform mit einer unfassbaren schlimmen Hackfresse, der vermutlich in den 40er Jahren gegen eine feindliche Übermacht kämpfte. Das Ding ist, dass wir möglicherweise nur diese Demo kennen, aber niemanden, der sich jemals wirklich dieses Spiel gekauft hat. Die Fragen, die uns jahrelang auf der Seele brennten, waren also: Was zum Teufel haben wir eigentlich gespielt? Wie zur Hölle heißt eigentlich dieses Spiel? Und wurde dieses ominöse Spiel überhaupt jemals veröffentlicht, oder war es nur irgendein Gespenst? Es war zumindest ein großes Mysterium und beinahe schon ein Fall für X-Faktor. Präsentiert von Jonathan Frakes. Aber keine Angst. Denn zum Glück gibt es hier ja diesen jämmerlichen Kanal. Das Spiel, dessen Namen jeder vergessen hat, wurde im Jahr 1997 für die PS1 veröffentlicht und man wollte damit in die Fußstapfen eines Contras treten. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass es irgendwen gab, der sich diesen Titel damals auch gekauft hat. Bevor ihr nun wie wild eure alten Demo-CDs nach dem Phantom durchsucht, will ich euch lieber nicht mehr länger auf die Folter spannen. Heute sprechen wir über Agent Armstrong. Nie gehört? Das dachte ich mir. In Agent Armstrong schlüpfen wir in die Rolle des größten Kinds der Welt und gleichzeitig der beste Mann des britischen Geheimdienstes. Er muss nun dem bösen Syndikat, das von einem Typen namens Spatz Falconetti angeführt wird, das Handwerk legen, bevor man die Weltherrschaft an sich reißen kann. Ich muss vermutlich nicht weiter erwähnen, dass Agent Armleuchter der männlichste Mann aller Männer ist, der nicht nur ein absolut markantes Kinn hat, sondern so muskulös ist, dass sogar seine Nasenhaare ein Sixpack haben. Er stellt keine Fragen, sondern ballert alles nieder, was ihm in den Weg kommt. Sofern man es überhaupt schafft, das Spiel zu starten. Denn allein schon der Vorspann ist eine Ausgeburt der Hölle. Ich meine, wie zur Hölle kam man denn bitte auf die grandiose Idee, dass man mit einem Typen wie Agent Darmwind nur irgendwie eine Bindung aufbauen kann? Ich weiß, dass das nicht alles ganz ernst gemeint war und man hier in die Rolle eines sehr überzeichneten Helden schlüpft. Aber warum muss man denn bitteschön einen Helden ins Spiel werfen, der so sympathisch ist wie ein Sack Ziegelsteine? Nach dem sehr heroischen Intro mit dem Helden in seinem Flugzeug geht es dann auch schon los. Leider gibt es außer einem respektablen Menü mit der obligatorischen Missionsauswahl nicht viel zu entdecken. Man möchte hier anscheinend keine Zeit verlieren, da man der Meinung ist, dass sich ohnehin jeder das Handbuch durchlesen wird. Für die jüngeren Zuschauer unter uns: Handbücher waren damals der größte Schatz, den man in der Hülle finden konnte. Das Ding aus toten Bäumen verfügte manchmal über mehrere, mit sehr viel Liebe gefüllte Seiten, auf denen wir nicht nur manchmal eine spannende Hintergrundgeschichte finden konnte, sondern man erklärte uns damit auch haargenau, wie man das Ding auch zu spielen hat. Es mag vielleicht seltsam klingen, aber wir konnten uns allein mit dem Handbuch über Stunden beschäftigen, bevor wir überhaupt das Spiel gestartet haben. Aber kommen wir mal wieder zu Agent Kackbratze zurück. Es ist wieder mal eines dieser Spiele, das man irgendwie besser in Erinnerung hat, als es tatsächlich war. Es gab ja nur diese Demo, die ich wirklich Stunden über Stunden gezockt habe. Aber habe ich damals am Ende das Spiel auch gekauft? Natürlich nicht, aber ich schweife ab. Es gibt zwar kein Tutorial, aber das spielbare Menü bietet zumindest eine kleine Schießbude, in der man sich nicht nur mit der Steuerung vertraut machen, sondern auch bis in alle Unendlichkeit Pappkameraden abknallen kann. Agent Arschkrampe war ein sehr seltsames Spiel. Wie gesagt, versuchte man hier irgendwie das grandiose Contra zu kopieren, versuchte aber mit einem 3D-2D-Mix den alten Brei komplett neu aufzukochen. Wir haben es also mit 3D-Modellen zu tun, die man behutsam auf 2D-Hintergründe geklatscht hat. Für mehr Bewegungsfreiraum im Level sorgt die 2,5D-Spielfläche. Das klingt jetzt generell nicht wirklich außergewöhnlich, aber zu den Problemen kommen wir noch. Jedenfalls sah das damals schon relativ cool aus. Allein diese Farbexplosion war ein echtes Schmackofatz in den Augen. Und der wohl coolste Effekt war, wenn wir unsere Feinde ins Jenseits befördert haben. Unsere Gegner gingen hier in Flammen auf, wobei nur ihr Skelett übrig blieb, das dann im hohen Bogen von der Bühne flog. Nice.
Es gab auch jede Menge Feinde, wie etwa ganz gewöhnliche Soldaten, Anabolika-Typen mit dicken Wummen und irgendwelche Mafiamänner. Und jeder Feindtyp hatte seine eigene, sehr tödliche Bewaffnung, mit der man uns kräftig Feuer unter dem Hintern machte. Aber zum Glück konnte auch unser Held auf eine große Auswahl an Waffen zurückgreifen, darunter Raketenwerfer, Granaten und eine Reihe an anderen sehr tödlichen Bleispritzen. Das Problem war nur, dass zum Teil die Level ziemlich groß und voller Feinde waren, sodass einem schon binnen weniger Minuten die Munition auszugehen schien. Aber dieses Feuerwerk machte sehr, sehr, sehr viel Spaß, solange man eben nicht ins Gras gebissen hat, was eine relativ sehr schwierige Aufgabe war. Grundsätzlich ist das Gameplay nicht allzu schwierig zu verstehen. In erster Linie gilt es, so schnell wie möglich seine Feinde ein paar Kugeln zu verpassen und jede Menge Kisten, Fässer und andere Dinge in die Luft zu jagen. Die Level sind alle vollgestopft mit Kisten und anderen Kram, in dem sich irgendwelche Gegenstände verstecken können, und wer sich die Zeit nimmt, kann auch hinter Treppen und anderen Elementen im Level weitere Items finden, um möglichst lebend durch das Spiel zu kommen. Diese ganze Ballerei ist ja im Prinzip ganz lustig, aber leider gibt es im Spiel auch eine Menge Plattformeinlagen und hier beginnen die wirklichen Probleme. Wie gesagt, ist Agent Arschwasser ein 2,5D-Spiel, was bedeutet, dass wir im Level nicht nur nach rechts und links laufen können, sondern auch nach vorne und hinten. Was dieses ganze Rumgehüpfe nun so unfassbar schwierig macht, ist, dass wir keine optische Kontrolle darüber haben, wo sich unser Held nun eigentlich befindet. Schon ein falscher Schritt zu viel bedeutet, dass wir unaufhaltsam entweder in den Abgrund stürzen oder ins Wasser. Wir werden zwar sofort wieder an den letzten Punkt zurückgesetzt, aber trotzdem ist das unglaublich nervig. Es gibt zumindest einen lustigen Nebeneffekt, wenn wir ins Wasser fallen, denn für eine kurze Zeit wird unser Maschinengewehr nicht mehr aus vollen Rohren ballern, sondern wird für kurze Zeit nur einen jämmerlichen Schuss abgeben, untermalt mit einem passenden Wasserpistolensound. Trotzdem ist diese Spielmechanik ein kompletter Rotz. Und man hätte das Problem so einfach lösen können. Zum einen hätte man unter Agent Arschloch einen Schatten kleben können, damit man wenigstens ein kleines Gefühl dafür bekommt, wo unser Held nach einem Sprung landen wird, und mit einer klein wenig mehr geneigten Kamera hätte man den vollen Überblick auf die Spielbühne gehabt. Stattdessen hat man panische Angst, jedes Mal, wenn man einen kleinen Steg überqueren muss oder auf eine Kiste springen möchte, die sich ungünstigerweise am Rand der Bühne befindet und man einen Augenblick später wieder in den Abgrund stürzt. Aber das Problem ist nicht nur auf das Springen begrenzt. Es ist ebenfalls unfassbar schwer, die Distanz und den Winkel zum Feind richtig einzuschätzen, was dazu führt, dass man unnötig Munition verpulvern wird. Es gibt in den Unmengen an Kisten vielleicht genug Nachschub. Aber wenn man schon auf die Idee kommt, ein Pseudo-3D-Spiel zu programmieren, dann sollte man es verfickt nochmal richtig machen. Aber mal davon abgesehen, ist Agent Armstrong ein wirklich grundsolides Spiel, das vom Leveldesign auch relativ viel Abwechslung bietet. Es gibt sogar ein Unterwasserlevel, das neue Gefahren mit sich bringt. Hier schnallt sich unser Held einen Taucheranzug um, aber leider ist der Sauerstoffvorrat relativ gering bemessen, wobei eine Extraportion Dringlichkeit hinzugefügt wird, da wir in all der Hektik Items suchen müssen, mit denen wir den Luftvorrat wieder auffüllen können. Oh, it's you, Batman. Wenn alles läuft, dann macht das Spiel unheimlich viel Spaß. Die Kugeln prallen von den Mauern ab, die Feinde schreien, wenn sie das Zeitliche segnen, und insgesamt hat man relativ viel Details in die Level gepackt, samt sehr ansprechenden Lichteffekten. Insgesamt ist auch der Sound ein echter Hit. Die Musik ist vielleicht nicht unbedingt einprägsam, aber vermittelt ein ständiges Gefühl von Gefahr und eine heldenhafte Grundstimmung. Rein oberflächlich macht das Spiel alles richtig, und wenn man mal ehrlich ist, dann macht Agent Armstrong doch eine Menge Freude. Es ist nur so unglaublich seltsam, dass anscheinend alle die Demo gespielt haben, aber sich an die Vollversion nicht mehr erinnern können. Vielleicht liegt das nur an meiner eigenen Erfahrung. Sofern ihr diese Perle zu Hause habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Agent Armstrong ist vielleicht nicht der beste Contra-Klon der Welt, aber immerhin interessant und aufregend genug. Es hat definitiv einen Platz in einer gut sortierten Sammlung verdient, und selbst wenn man kein Sammlerherz hat, sollte man zumindest einmal einen Blick auf diesen Titel geworfen haben, sofern man über die teils kaputten Plattformeinlagen hinwegsehen kann. Könnt ihr euch noch an ein anderes Spiel erinnern, von dem ihr vielleicht nur die Demo gespielt habt, aber ums Verrecken nicht mehr wisst, um welchen Titel es sich handelt? Rockt die Kommentare und lasst es mich wissen, denn zusammen lösen wir jedes noch so große Mysterium.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.